Ist noch gut am Orgeln. Ich lese. Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im letzten Kapitel, dem roten Kapitel, das heißt Medikamente bewerten, bewertet eben Teil Medikamente von A bis Z. Da gibt es zuerst eine alphabetische Aufstellung der Medikamente und dann wird es nach Medikamentengruppen aufgeteilt und ich bin angekommen bei den Alpha-1-Rezeptorenblockern. Alpha-1-Rezeptorenblocker besetzen die Bindungsstelle von Hormonen, die bewirken, dass sich die Muskulatur der Blutgefäße zusammenzieht. Dadurch können die Hormone ihre Wirkung nicht entfalten. Die Adern erweitern sich, der Blutdruck sinkt. So. Duxazosin und Urapidil mit Einschränkungen geeignet bei hohem Blutdruck, bei Männern mit einer Störung beim Wasserlassen aufgrund einer vergrößerten Prostata, wenn keine Herzkrankheiten vorliegen. Wenig geeignet bei hohem Blutdruck als alleiniges Mittel oder in Kombination mit einem weiteren Blutdrucksenker, weil unter der Therapie Komplikationen am Herzen, Herzschwäche auftreten können. Aha. Alpha-1-Rezeptorenblocker, oft verkürzt Alpha-1-Blocker, bezeichnet senkenden Blutdruck zuverlässig. Sie werden aber nicht mehr zur Monotherapie bei Bluthochdruck empfohlen, sondern kommen allenfalls als drittes oder viertes Medikament einer Kombinationstherapie in Frage. Lediglich bei Männern mit hohem Blutdruck und vergrößerter Prostata sind sie mit Einschränkung empfehlenswert, weil sie die durch die Prostatavergrößerung bedingten Beschwerden beim Wasserlassen positiv beeinflussen können. Ich nehme mal noch einen Schluck Kaffee. Wichtig zu wissen, in den ersten Behandlungswochen und in den ersten 12 bis 24 Stunden, nachdem Sie die Dosis des Medikaments gesteigert haben, dürfen Sie kein Fahrzeug lenken. Es besteht die Gefahr, dass Ihnen plötzlich schwindelig wird oder Sie sogar ohnmächtig werden. Das kann auch bei gleichzeitiger Einnahme von PDE-Hämmern wie Stildenafil, Tadalafil oder Vardenafil in Klammern bei Erektionsstörungen und Alpha-1-Blockern wie Tamsulosin, Terazosin oder Alfuzosin in Klammern bei vergrößerter Prostata passieren. Bei mehr als 10 von 100 Behandelten treten Kopfschmerzen und Müdigkeit auf. Mit Magen-Darm-Beschwerden wie Durchfall, Erbrechen ist bei mehr als 1 von 100 Behandelten zu rechnen. Mit verstopfter Nase und Mundtrockenheit bei bis zu 1 von 100 Behandelten. Bei mehr als 1 von 100 Behandelten kann sich durch die gefäßerweiternde Wirkung Wasser im Gewebe einlagern. In Klammern Ödeme. Vor allem an den Beinen. Wenn die Schwellungen sehr ausgeprägt sind, aber sich im Laufe der Behandlung verschlimmern, sollten Sie mit dem Arzt sprechen. Unter dem Einfluss der Alpha-1-Rezeptorenblocker entspannt sich der Blasenboden, was vor allem bei Frauen dazu führen kann, dass der Schließmechanismus der Blase nicht mehr richtig funktioniert. Das lässt sich vermeiden, indem der Arzt die Dosis verringert. Genügt das nicht, sollte er ein anderes blutdrucksenkendes Mittel verordnen. Die Wirkstoffe können den Herzschlag beschleunigen, was Angina pectoris Anfälle auslösen kann. Symptome dafür sind Schmerzen hinter dem Brustbein,
die möglicherweise auch in Bauch, Rücken oder Kiefer ausstrahlen. Sie sollten sich in diesem Fall unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben. Bei bis zu 1 von 1000 behandelten Männern kommt es vor, dass die Mittel eine lang anhaltende schmerzhafte Erektion, in Klammern Priapismus, ohne vorhergehende sexuelle Erregung auslösen. Dann ist umgehend ein Arzt auszusuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, da keine Erfahrungen vorliegen, sollten Alpha-1-Rezeptorenblocker bei Ihnen sicherheitshalber nicht angewendet werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit, da mit dem Einsatz der Präparate in Schwangerschaft und Stillzeit keine Erfahrungen vorliegen, sollten Sie sie sicherheitshalber nicht anwenden. Als Mittel der Wahl zur Behandlung des hohen Blutdrucks in der Schwangerschaft gilt Methyldopa. Für ältere Menschen. Die Wirkstoffe sind bei älteren Menschen eher unangebracht. Bei ihnen kann es besonders häufig zu den beschriebenen unerwünschten Wirkungen kommen. So. Das war's. Es geht weiter mit den Alpha-2-Antagonisten. Dann kommen die Beta-Blocker. Es geht weiter bis Seite 143. Dann kommen Therapien im Überblick. Das ist noch ein ganzes Stück. Also, tschüss.